So, willkommen zu FI. Eine Dungeon, wie gesagt, ich hasse sie. Ich habe jetzt ein paar Ones schon gemacht mit in dieser Dungeon. Und ja, knapp 10 Ones jetzt. Und das ist halt eins der besten, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der beste ist, weil ein paar Fehldinger sind jetzt dabei. Diesmal nehme ich das nämlich nicht live auf, also ich rede jetzt nicht live dabei. Denn viel zu viel Frustration da gehabt die ganze Zeit. Das Problem ist halt, der Sayazor, werdet ihr auch gleich sehen, ich krieg den einfach nicht runter, bevor er in seinen God-Mode da geht. Und das ist halt das große Problem, das frisst mir verdammt viel Zeit. Also es frisst genau eine Minute. Also man könnte sagen, ihr könnt ja eine Minute abziehen oder ihr lasst es so. Ich schreibe halt die normale Zeit da im Titel hin und fertig. Ja, in der Dungeon ist es, coole ist auch, dass ihr... Oder dass man halt alle Kisten auslassen kann. Also bis auf eine Kiste ist Pflicht, die ihr öffnen müsst. Die ganz am Schluss da, beim Geist. Ansonsten kommt ihr durch das Warpgate nicht, aber das seht ihr dann noch. Ansonsten geht das schon klar. Ich mache es immer Bärm aus, also ich würde es bis zum Mucha würde ich es noch schaffen, zwar mit Bärm, aber dann hätte ich noch Cooltime auf Bärm, bevor der erste Saiyajin ja gleich kommt. Das ist das Problem. Und ja, hier habt ihr mal den guten Beweis, dass 74 Crit Rate ganz gut ist. Im ersten paar ist keine Crits. Ja. Und dann großen Skill am Schluss, das war natürlich auch nötig. So. Und hier habe ich auch ein bisschen zu spät Bärm gezündet. Und nicht nur das, ich habe den falschen Mob anvisiert und habe den Hardluck gegeben. Gott, war ich am Fluchen. Wie gesagt, ich habe keine Lust mehr auf MI. Ich habe es halt versucht, so gut wie ich konnte, da durchzukommen, aber es klappt halt einfach nicht so. Aber wie gesagt, das Problem ist einfach nur sei ja so, der regt mich am meisten auf. Aber ich hatte auch Probleme auch ab und zu beim Captain gehabt. Kurz bevor der Captain down war, gibt er mir einfach Anwurf. Und dann stehst du da auch nochmal 20 Sekunden. Aber in dem Moment ist das zum Glück jetzt nicht passiert. Oh, und jetzt kommen wir zum Problemfall. Sei ja so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es anders hinkriegen sollte. Es gibt einen kleinen Trick, und zwar kurz bevor er der Hälfte ist, einmal eine Fatal reinzudrücken. Das heißt, normalerweise macht er ja dann Damage down. Und ab und zu, wenn das klappt, bleibt er dann kurz still stehen für eine Sekunde. Bei Blader klappt das ganz gut. Bei Blader merkt man das ganz stark, wenn der einen Grappler oder sowas macht. Dann sieht man, wie die Bosse oder generell auch ein bisschen langsamer attacken. So, hier heißt es jetzt eine Minute Pause. Von mir aus könnt ihr eine Runde pinkeln gehen, wenn ihr müsst. Keine Ahnung. Holt euch ein Bier. Und leider ist es halt so. Bierchen, das kann ich auch gut gleich haben. Da hatte ich einen kurzen Lag. Ich müsste da zwei oder dreimal auf Spike drücken, bis er auf Spike gestiegen ist. Ich weiß nicht warum. So.
Ja, und den Fehl, den ich jetzt auch noch gemacht habe, wie ihr seht, die Potion läuft gleich aus. Normalerweise hätte ich noch eine Potion anmachen können. Hätte mir wahrscheinlich auch ein paar, ja, nicht so viele Sekunden, aber doch ein paar Sekunden mir wahrscheinlich noch erspart. Aber, naja. Ja, die einzigen, die da gut an Saya so vorbeikommen, sind alle Klassen, die Suppression auf jeden Fall haben. Das wäre der Schilder, der Gladi, der Warrior. Hat noch eine Klasse Suppression? Vorschilder, Warrior? Nö, ich glaube, das war's. Mir fehlt gerade keine Ahnung. Archer hat es nicht, Wizard hat es nicht, FB hat es nicht. Nope. Ja, und Blader auch nicht, natürlich nicht. Aber Blader kommt ziemlich gut durch mit dem Grappler, der schafft das eigentlich fast. Neu. Wichtig ist also, wenn ihr es selber macht, diese Kurdis, die da waren, die müsst ihr eigentlich nur killen. Die Ghost Ladies könnt ihr komplett ignorieren, weil die Kurdis sind dafür verantwortlich, dass dann die Kona spawnt. Habe ich auch manchmal das Problem. Ich glaube, das ist hier. Ja, ist hier auch passiert. Ich muss den Namen Anmove geben, ansonsten läuft er die Treppe runter. Dazu, wenn ich nicht gut genug die Treppe hochkomme. Ja, Hardluck mache ich ja hier nicht. Mal, er gibt das Doppelte zurück. Und hier muss ich auch mal Synergies schon vorher zünden, weil er mir sonst einen Stun gegeben hätte für 8 Sekunden. Naja. Und ab und zu, kurz vorm Schluss, da haut er mir manchmal gerne Anmove rein. So, und die Kiste ist Pflicht, ansonsten kommt ihr nicht durchs Swapgate. Und somit hat sich die Dungeon. 7 Minuten und 3 Sekunden. Ihr könnt die Zeit gerne abziehen, die eine Minute. Das wären dann 6 Minuten und 3 Sekunden. Oder ihr könnt es auch lassen. Ich sehe es teils, teils. Die meisten Klassen, wie gesagt, es drei bis vier Klassen schaffen es. Vielleicht gibt es da noch einen anderen Trick, ein anderes Timing, dann klappt es vielleicht. Ich weiß noch damals, als ich die Speedruns gemacht habe, ist es, ja, per Glück, sage ich jetzt mal, passiert, denn, dass ich sah ja so ohne deinen Godmode runtergekriegt, weil, weiß ich nicht, war ein kurzer Lag oder was weiß ich, der Boss blieb einfach still stehen, er hat gar nichts mehr gemacht. Keine Ahnung, ob es da irgendwo einen Trick gibt, dass man das irgendwie verhindern kann oder ihn da ein bisschen aufhalten kann. Aber ich habe schon andere gefragt, es ist kaum schaffbar. Es ist nur eine Glückssache. Und ich habe jetzt 10 Runs gemacht. Jedes Mal so ein Pot Waste will ich jetzt auch nicht mehr. Und von den Sword-Elixieren haben wir leider nicht mehr so viele. So, fast alle Kisten konnten wir noch öffnen, bis auf die Endkiste vorne. Captain, und somit hat sich dann FI erledigt mit 7 Minuten und 3 Sekunden. Das heißt, wir sind auf dem 5. Platz. Wären die Hacker nicht wären, wären wir auf dem 2. Platz hinter Ditson. Ja. Gut, ich verabschiede von hier aus und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie jetzt als nächstes kommt. Kommen jetzt die AOS-Reihe dran? Keine Ahnung. Sehen wir dann. Bis dahin.